einem neuen Video von mir. Heute habe ich gedacht, koche ich mal was Leckeres für euch. Und zwar gibt es heute etwas ganz besonders Leckeres. Ich koche heute afrikanisch. Kochbananen mit Reis und Peanut Butter Soup, also Erdnussbuttersoße. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal Schritt für Schritt, wie das geht, damit ihr das auch nachkochen könnt, weil es ist wirklich sehr, sehr lecker. So, und ich habe hier auch schon mal alles zurechtgelegt, was man braucht. Und zwar braucht man, ganz wichtig, Kochbananen. Die gibt es meistens im Afro-Shop. Ich habe die jetzt zum ersten Mal aus dem Asia-Shop gekauft. Da gab es die auch. Ich brauche eine Tomate, Basmati-Reis, eine Zwiebel, Erdnussbutter, dann Gemüsebrühe bzw. Maggi- oder Knorrwürfel und passierte Tomaten. Ach ja, genau. Und Öl braucht man auch. Habe ich vergessen. So, ich starte jetzt erstmal mit den Schnibbelarbeiten. Tomate und Zwiebel schnibbeln. So, ich habe jetzt eine Hälfte der Zwiebel ein bisschen feiner geschnippelt, die andere Hälfte ein bisschen gröber. Die Tomate mit der groben Zwiebelhälfte wird im Mixer püriert, bzw. mit dem Pürierstab. Die fein gewürfelte Zwiebel, die kommt gleich mit in die Pfanne sofort. So, währenddessen habe ich auch schon mal Wasser zum Kochen gebracht, denn da werde ich jetzt den Reis drin kochen. Für drei Personen nehme ich eine volle Tasse Reis. So, die Tomaten und die halbe Zwiebel, die werde ich jetzt mit ein bisschen Wasser pürieren. So, fertig. Normalerweise kommt da auch noch ein bisschen Chili mit rein, aber da bei uns unsere kleine Naila-Maus mit isst, koche ich jetzt ohne Chili. So, jetzt fange ich mit der Soße an und ich brauche eine ganze Menge Öl. Ich koche normalerweise mit weniger Öl, aber bei afrikanischen Gerichten braucht man immer viel. So, wenn das Öl heiß ist, kommt dann auch die halbe Zwiebel dazu und die wird jetzt sozusagen frittiert. Und die passierten Tomaten kommen auch dazu. So, und in der Zeit bereite ich jetzt schon mal die Kochbananen vor und ja, die sehen sehr, sehr schwarz aus, aber genau so müssen sie sein, denn dann schmecken sie am besten. Achtung, das Ganze spritzt ganz schön. Ich ziehe lieber meine Schürze an. So, und nach circa 10 Minuten gieße ich dann auch die Tomaten mit den Zwiebeln, die ich püriert habe, mit in die Soße hinein. So. Immer gut unterrühren. Und dann kann jetzt auch gleich schon ein Knorrwürfel hinzu. Und die Gewürze, egal was man möchte. Und auch die Peanut Butter. So, der Reis ist auch währenddessen fertig geworden. Oh, alles ganz beschlagen. So, dann können wir uns jetzt nochmal weiter um unsere Soße kümmern. Und ich habe hier so Knorrwürfel aus Nigeria mitgebracht. Die kommen dann mit da rein. Also einen tue ich jetzt da rein. Ansonsten könnt ihr auch einfach ja, Gemüsebrühe nehmen. So, den habe ich jetzt so zerbröselt. Und so ganz 100% ohne Chili geht es dann doch nicht. Ich habe mir so getrocknete Chilischoten in Nigeria mahlen lassen, also man nennt das da Pepper. Und ja, das habe ich mir mitgebracht und da kommt ein halber Teelöffel von rein. So, und jetzt kommt die Peanut Butter hinzu. Man kann so viel nehmen, wie man möchte. Ich sehe gerade, es ist so eine crunchy Peanut Butter, die hat Seid gekauft. Normalerweise nehme ich eine glatte, aber schmeckt bestimmt auch gut. Noch ein zweiter großer Löffel kommt dazu. So, die Soße ist jetzt fertig und köchelt jetzt einfach nur noch so ein bisschen vor sich hin. Währenddessen kümmere ich mich jetzt um die Kochbananen und erhitze jetzt erstmal Öl in einer großen Pfanne. Beziehungsweise ich nehme jetzt hier so einen Wok dafür.
So, wie ihr seht, habe ich die Bananen ins Öl getan und die frittieren jetzt hier schön vor sich hin. Man kann die Bananen auch im Ofen machen, wenn man nicht so viel Öl benutzen will. Aber ich mache das jetzt mal richtig original und frittiere die auf jeden Fall in der Pfanne. Und ja, natürlich kann man auch statt Gemüsebrühe oder statt diesem Brühwürfel was anderes benutzen. Beim normalen Kochen benutze ich jetzt auch nicht solche Maggi-Würfel oder sowas. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Öl ist halt auch ein Geschmacksträger, ne? Schmeckt schon lecker. Ups, jetzt ist wieder alles geschlagen. So, und die Bananen hier rechts, die sind ja schon ein bisschen brauner. Die hole ich jetzt schon mal raus, die sind fertig. So, zum Abtropfen lege ich die Kochbananen dann auf einen Zeber drauf und die sind jetzt eigentlich schon fertig. So, und jetzt wird das Ganze schon angerichtet. Dafür habe ich einfach ein bisschen Reis in dieses kleine, in diese kleine Tasse reingetan und das werde ich jetzt stürzen. Dann habe ich nämlich eine schöne Form. Hui! So, der zweite ist sogar noch besser geworden, ohne Kamera in der Hand. So, das Essen ist fertig und wir lassen es uns jetzt schmecken. So, guten Appetit, mein Schatz. Piep, piep, piep. Guten Appetit.